Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Awakening Sky of Diamond mit mir, den Kirsch. Weiter geht's. So, wir werden uns heute mit den Void Ore Miner beschäftigen. Und ich habe jetzt mal noch kurz einen zweiten Crafter gemacht, um halt schon mal den Crafter zu automatisieren und für etwaige spätere Rezepte. So, gut, wir müssen erstmal schnell etwas Pulver herstellen. Wir brauchen dann sogar noch unseren Lime Green. Den habe ich hier drin. So, das brauchen wir nämlich für unseren Void Ore Miner. Gut, das kommt rein. Den könnte man eigentlich auch gleich mal hier automatisieren. So, wie viel verbrauchen wir gerade? 29 FE, das ist wenig. So, das Ei kommt mal rein. Dann brauchen wir diese. Dann würde ich nämlich doch einmal das hier so bevorzugen. Ein Kaktusgrün raus. Das rein. Und wir müssten jetzt eigentlich erstmal die Patterns automatisieren. Dass wir uns hier automatisch rausholen können. Ich gucke gleich mal noch mal kurz wegen Sand. Beziehungsweise Glas. So rum war's. Da können wir nämlich den dann sogar schon wegnehmen. So. Hauen wir nämlich den Sand mal hier rein. Wunderbar. Dann die Hammer. Da wollte man einer. Ich mache den gleich mal hier im Auto-Crafting. Brauchen wir uns nämlich jetzt nicht die ganze Zeit hinstellen. Brauchen wir das jetzt? Diamantblock. So, 10 Stück könnten wir gerade so lang. Diamantblock, Diode. Könnte ich sogar noch einen Crafter benötigen. Dann brauchen wir unsere Lens. Und zwar würde ich dann gerne diese Clear Laser Lens nehmen und zumindest am Anfang und später dann diese Crystal Laser Lens. Allerdings brauchen wir dafür Erodium. Und das zu gewinnen, brauchen wir halt den Void Ore Miner. Hat halt bei Tier 1 eine 1,24 Chance. Da sinkt sogar. Sinkt er. Okay. So, Void Ore Miner. Dann machen wir den hier schon mal. Allerdings brauchen wir jetzt noch den Interconnected. Dafür brauchen wir diese Connector, Connectoren.
sind ja relativ günstig. Allerdings ist das jetzt hier, haben wir die Wahl Modifier Component, wäre mit 4 Black Concrete Powder oder bloß mit einem. Braucht der Blöcke da? Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Dann gucken wir, dass wir den hier nehmen. Braucht zwar einen Block of Iron. Deswegen hatte ich ja noch ein bisschen schwarzen Farbstoff hergestellt schon mal. Aber ich denke mal, hier machen wir Ortic Dictionary rein, falls das schwarz mal alle sein sollte. Mal gucken, könnten wir ihn denn schon craften? Da kriegt man Angstzustände bei solchen Sounds. Kann ich ihn jetzt? 4 Sand. Wird wirklich Zeit, dass ich die dann nochmal drüber ziehe. Aber das werde ich offscreen machen, weil das muss nicht sein in der Folge. Nehmt gleich mal ein bisschen mit. Gravel haben wir ja drinne. So, und ein Voltominer Tier 1. Jetzt bräuchte ich eigentlich so einen Crafting-Monitor, wo ich das sehen könnte, was gerade, wie es gearbeitet wird. Aber da ist er schon. Unser Voltominer. Jawollo. Oh. Und zwar... Da. Environmental. Dafür bekommen wir den Assembler, einen Digital Guide und eine Glock of Opportune. Nö, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den brauchen wir auf jeden Fall, den Digital Guide. Denn wir wollen uns ja den Voltominer Tier 1 aufbauen. Und dafür brauchen wir 24 Structure Frames, ein Tier 1 Blöcke und Structure Panel. Gleich nochmal gucken hier, Pattern. Aber nochmal 10 nachlegen. Ja. Tier 1. Structure Panel. Dafür brauchen wir nämlich auch den Interconnected und vieles von diesen Netherite Crystals. Ich hoffe mal, dass wir die später dann auch aus dem Voltominer bekommen. Dann Structure Panel. Okay, da muss ich sogar ihn noch mit reinnehmen. Gold Nuggets. So, dann brauchen wir 24 von denen. Ich hoffe mal, unsere Ressourcen langen. Lapis Lazuli. Es muss Lapis sein. Wie bekommen wir jetzt am schnellsten an Lapis ran? Mit einem Lapis Lazuli Chicken. Würde jetzt zu lange dauern. 7. Diesem Flint Mesh.
Okay, ich muss halt mich wirklich ausprobieren mit den Hühnchen beschäftigen, dass wir darüber unsere Ressourcen gewinnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist das Schöne bei denen hier. Da kann man es rein schieben. Und jetzt ein Flintmech bitte. Da haben wir schon einen Labs, wir brauchen allerdings 24. Stimmt, es geht ja nur auf Flintmech. Wir haben halt eine sehr geringe Chance. Eieiei, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt noch 7 muss. Ich hatte gedacht, ich kann das den im Auto-Crafting automatisieren und dann gleich aufstellen. Genau, das ist eine Alternative. Ich glaube, das Wort ist sogar drin. Schau mal, das habe ich glaube nicht auch rausziehen lassen. Alles klar, haben wir hier. Ich bin zufrieden. Okay, hier müssen wir einiges jetzt mal raus. Zotteln das noch. Die brauchen wir nicht, die Party Pickaxe. Die Experience kann. Also die Butterclub rausgezogen schon. Chance Cubes auch. Soul Weil Schalker, gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier haben wir sogar noch ein Car Storage Teile, die nehmen wir gleich mal mit. Die kann raus, der kann raus, das ist Ring of Overclocker Ring, nee. Die Pro behalte ich. So, da oben gleich nochmal bitte was raus. Platz sparen. Hab mich jetzt zwar gefragt, woher die Lederrüstung kommt. Und die habe ich glaube bei einem Mobkill selber bekommen. Und jetzt wird die raussortiert. Smiley Traffic Cone weiß ich jetzt nicht mehr. Nehmen auf jeden Fall mal ein paar Smiley Clouds mit. Kopieren wir mal noch mehr von Gravu. So, haben wir jetzt hier noch was drin? Nö, nö, nö. Papier könnten wir mal mitnehmen. Die können wir schon mal mitnehmen. Das kann mit. Kann ich schon mal mitnehmen? Jetzt ist mein Inventarplatz schon voll. Okay. Aber das Wichtigste war jetzt eigentlich Lapis. Dass ich dann hier drüben den Voidrohrmeiner aufstellen kann. Im Grunde genommen kann hier alles rein. So. Versuchen wir es jetzt nochmal. Jetzt alles da, wunderbar, und Start. Geht auch relativ schnell. Wir könnten sogar, glaube ich, noch ein bisschen verschnellern. Trompete. Ich hoffe mal, die hatte ich schon rausgesortiert.
Warte mal, hier waren doch, glaube ich, noch einige Speed-Upgrades. Oder habe ich hier noch nicht rausgenommen? Hier. Das kann auch sein. Und hatte ich sie noch gesehen gehabt. Also bevor ich die Aufnahmesession begonnen habe. Da sind sie doch. Refined Storage Crafting Speed Upgrades. Kann man nämlich alles ein bisschen schneller machen. Ah ne, ist Ender IO. Schade. Okay. Aber wir müssen jetzt alle 24 haben. Sehr schön. Und von denen waren es 20. Müsste ja jetzt eigentlich auch relativ flott gehen. Wir gucken. Den Guide da. Und noch ein Assembler. Habe ich schon mit. Okay. Stimmt ja, dann braucht man noch den Laser Core. War es jetzt eine Laserlinse? Genau, und zwei Cores. Okay. Dann ist schon der Craft auch wieder voll. Gleich mal wieder Glas reinlegen in unser System. Okay, und zwei Cores. Sehr schön, da haben wir alles schon mal mit. Was ich mir jetzt mal kurz nehme, sind ein paar Baublöcke. So, der Void Miner ist vier Blöcke hoch. Also der Controller kommt auf den vierten Block. Der hier kommt weg. Und dann kommt nämlich hier oben drauf der Void Miner Tier 1. So, und jetzt müssen wir uns hier irgendwie draufstellen oder daneben stellen. Und rechts gedrückt halten. Okay, da hat es anscheinend den einen Block nicht setzen wollen. Ich habe ihn per Hand gesetzt. Es funktioniert. Und wie man sieht, dieser Block braucht jetzt 660 FE pro Tick. Und die können wir aktuell gar nicht generieren. Da haben wir die Krux. Dies müssten wir uns allerdings, glaube ich, ein bisschen zunutze machen. Und zwar brauchen wir jetzt einen Cube oder so. Storage Energy von Thermal. Add Thermal. Und zwar hier diese Cells. Gleich ein Basic, oder wir machen es nochmal so, Add Thermal Basic. Da. Dafür brauchen wir Lead. Ich glaube, Lead habe ich auch nicht. Uiuiui. Ich habe hier einiges zu tun mit den Hühnchen. Denn um jetzt an Lied ranzukommen, müssten wir Diorit oder Basalt. Und nein, das ist zu viel des Guten. Ich hatte nämlich mit dem Gedanken gespielt, 5 von denen dran zu schließen. Das sind ungefähr Pi mal Daumen 640 ungefähr. Aber demzufolge soll das nicht sein.
Demzufolge werden wir uns dann mal an die Solarzellengenerierung wagen, Solar. Und zwar von die von Solar Flux Reborn. Da wäre das 6 am besten. Das sieht noch gut aus. Denn 7 könnten wir auch schaffen. Dragon Breath hätten wir. Allerdings müsste ich dafür erstmal unsere Jetzt muss ich aber ganz kurz hier reingucken, nicht, dass irgendwas mit da drinnen zumüllt. Und Diamantschwerter, haben wir hier was Extremes drin? Nö. Okay, dann nehmen wir hier die Diamantschwerter noch raus. Wenigstens sind die Trompeten da. Oh, jetzt wird es hier schon laut. Ich muss hier unbedingt Soundmuffler hinsetzen. Ich hatte in den letzten zwei Folgen den Minecraft Ingame Sound aus. Das ist mir erst später aufgefallen. So, was brauchen wir noch? Dragon Breath. Wir haben haufenweise Pixel und Premium Swords. 3 Rainbow Generatoren. Haben wir hier jetzt was drin, was wir benötigen? Ich weiß doch, was ich wollte. Mal gucken, ob ich das auf Anhieb finde. Eigentlich diese Kids. Aber die lasse ich doch nicht aussortieren. Ich gucke noch mal kurz durch, nicht dass die. Nee. Nee. Habe ich die schon mit rüber genommen? Das wäre mir allerdings neu. Ah nee, das sind sie doch. So, da bauen wir uns nämlich dann doch hier mal eine kleine Umlagerung und vielleicht den Sandcontroller doch mal mit hier rübernehmen. Den Sandkoppelgen. Gut, das heißt, ich muss einen neuen bauen. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt offscreen machen, den fix bauen und sozusagen die kleine, na gut, nee, die Schaltung mache ich dann in der Folge. So, aber nichtsdestotrotz sage ich das mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.